Liebe Firmlinge, liebe Freunde Jesu, ihr seid hier nicht ohne Grund. Auch wenn ich manche von euch sehr eindringlich dazu eingeladen habe, die Jüngeren, die sich heuer auf die Firmung vorbereiten, ist es Jesus, der euch eigentlich gerufen hat. Und das, was wir heute feiern, ist das Wichtigste, was wir in der Kirche haben. Wir feiern den Tag, an dem alles begonnen hat. Den ersten der drei heiligen Tage. Heute beginnt es. Es gibt sehr verschiedene Bezeichnungen für diesen Tag. Aber in der alten Kirche, ganz am Anfang, gab es das alles nicht, was wir heute feiern. Die alte Kirche kannte nur eines an diesem Tag. Es hieß Mandatum, also das Gebot, auf Lateinisch, so ist es uns überliefert. Und das war das, was Jesus mit seinen Jüngern an diesem Tag gemacht hat. Wir feiern heute in der Kirche, wir haben 2000 Jahre nachgedacht in der Kirche und sind zu dem gekommen, dass es mehr ist als nur das, was die alte Kirche gefeiert hat. Dass es viel mehr ist. Und wir feiern die Einsetzung der Eucharistie. Das ist das, was wir heute feiern. Dass Jesus zu uns kommen will und es auch tut bei jeder heiligen Messe. Er wird mit Leib und Blut hier am Altar gegenwärtig. Er tritt in unsere Mitte. Er ist sich auch nicht zu schade, das zu tun, immer wieder aufs Neue. Aber was ist die Eucharistie? Die Eucharistie, also die Heilige Messe, ist vieles. Aber das Wichtigste, was man heute in dem Evangelium darüber lesen kann, ist, dass es eine Verwandlung des ganzen Lebens ist. Wenn ich bereit bin, meine Zeit Jesus zu schenken, ihm als Freund eine Antwort zu geben und hierher zu kommen, das ist nicht selbstverständlich. Dann verwandelst du dein Leben, weil du hörst sein Wort, der wird von dem Ambo gelesen, du nährst dich mit seinem Fleisch und manchmal auch mit seinem Blut, das tun wir auch heute. Und das hat direkten Einfluss darauf, wie du lebst. Du könntest woanders sitzen. Du bist hier. Unterschätzt es nicht. Das ist etwas, was wir Christen, die versuchen, ihr christliches Leben auch irgendwie zu verwirklichen, sehr oft vergessen. Wir träumen von vielen Dingen, dass die Kirche sich einsetzt, hier und dort. Aber das beginnt bei jeder Messe, wenn du kommst, nicht woanders. Was die Eucharistie eigentlich ist, zeigt sich an diesem Mandatum. Das ist die Fußwaschung, die wir auch heute machen werden, als ein Zeichen der Erinnerung an das, was schon vor 2000 Jahren Gültigkeit hatte und bis heute grundlegend für die Kirche ist. Weil die Fußwaschung, das verstehen wir heutzutage nicht wirklich, was das ist, ist eine komische Sache. Es ist befremdlich, vor allem für die, denen die Füße gewaschen werden. Das tut man nicht normalerweise. Füße waschen tut man heute kleinen Babys, eventuell alten Menschen, die es nicht mehr können. Das war's. Zur Zeit Jesu war es auch nicht viel anders. Ja, man hat schon allen Füße gewaschen, aber das haben Sklaven gemacht. Und Jesus, das haben wir gehört im heutigen Evangelium, lädt seine Freunde zu der Pascha-Feier, Pessach-Feier ein. Das größte jüdische Fest, an das wir uns auch in diesen drei Tagen erinnern. Er lädt sie ein und neben dem, was er mit dem Brot und Wein zu seinem Leib und Blut deutet, tut er diese Fußwaschung.
Und um zu verstehen, was die Eucharistie ist, was die Messe ist, muss man verstehen, was er da macht bei dieser Fußwaschung. Das ist nicht nur wegen der Reinlichkeit. Man kann sich das vorstellen, wer im Orient war, da geht es nicht so rein zu wie bei uns. Und das ist okay. Deswegen hat Jesus das nicht gemacht, sondern damit seine Apostel endlich kapieren, worum es geht. Er sagt es am Ende des heutigen Evangeliums: Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe. Also die Jünger sagen: Ja, du bist unser Chef, du bist unser Herr, du bist unser Meister, du bist der Messias, den wir erwartet haben. Und Jesus sagt: Ja, wenn ihr das sagt und ich euch die Füße gewaschen habe, müsst ihr dasselbe tun. Und jemanden die Füße zu waschen, das ist etwas, wo man sich zu jemandem hinknien muss und diesen Menschen so annehmen, wie er ist. Dazu ist jeder Christ und jede Christin berufen. Liebe Firmlinge, merkt es euch. Das ist eure erste und wichtigste Aufgabe in eurem Leben. Zu den Menschen, die euch Gott auf eurem Lebensweg stellt, gut zu sein. Das ist die erste und wichtigste Aufgabe. Wenn du das nicht tust, brauchst du nicht mehr in die Kirche kommen. Wirklich. Ich meine es ernst. Und fragt euch selber, wo du in deinem Leben den Mut hast, dich hinzuknien vor einem Menschen, also nicht wörtlich, man kann es auch wörtlich machen, manche machen es, aber es geht um das Prinzip, dass du dich niederkniest vor einem Menschen, den du nicht unbedingt angenehm empfinden musst. Wer mit armen Menschen zu tun hat, mit denen, die obdachlos sind, der weiß es. Die sind nicht immer angenehm im Umgang. Manche sind tolle Menschen, viele von ihnen, aber ja, man wäscht sich da nicht jeden Tag. Schon das ist ein großes Hindernis, solch einem Menschen zu begegnen. Der kleidet sich anders, der redet anders. Firmlinge, schaut euch in der Schule, wie ihr mit euren Freunden umgeht, Kollegen in der Klasse. Da gibt es solche, mit denen man nichts zu tun haben will. Auch an den Arbeitsplätzen, eure Nachbarn vielleicht. Ich kann, ohne groß darüber nachzudenken, 10 Leute gleich aufzählen, die ich nicht mag und mit denen ich viel zu tun habe. Und ich will mich jetzt nicht irgendwie hochschätzen oder erheben. Das ist die Nachfolge Christi. Wenn du mit solchen Menschen Gemeinsames tust, wenn ihr genau dieses Evangelium liest, das ist Johannesevangelium, 13. Kapitel, kann man zu Hause nachlesen, empfehlenswert, dann werdet ihr sehen, unter den 12 Jüngern, denen Jesus die Füße gewaschen hat, wer war da? Na, Petrus, Johannes, Judas, Thaddäus und so weiter. Da war auch der Judas, der ihn verraten hat. Er hat ihn schon vorher verraten. Jesus wusste das, dass der Judas ein Verräter ist. Und trotzdem, was macht er? Er kniet sich vor ihm hin, wäscht ihm die Füße, also sagt zu ihm: Du bist mein Freund. Ich will mich von dir nicht entfernen. Das tun wir sehr oft, wenn Menschen uns unangenehm sind. Aus welchen Gründen auch immer. Wir stellen eine Wand auf und sagen, das tun auch sehr oft Eltern, bis du dich nicht besserst, sind wir nicht gut aufeinander zu sprechen. Wenn du dich besserst, können wir diese Distanz ein bisschen verkleinern. Und wenn du noch besser wirst, dann machen wir es noch kleiner. Aber das ist nicht Nachfolge Christi. Nachfolge Christi ist, das zu tun, was Jesus gemacht hat.
Wenn dich jemand verletzt hat, ruft Jesus dazu auf: Breite deine Arme aus und nimm deinen Bruder und deine Schwester so an, wie sie sind, verletzend, unangenehm, nicht wirklich schön. Es ist ungemein schwierig. Es ist ungemein schwierig und auch deswegen sieht die Kirche, wie sie aussieht, und unsere Welt, wie sie aussieht. Weil kaum jemand von uns, auch von denen, die hier sind, ihr seid sowieso schon sehr weit in der Nachfolge Christi, ihr sitzt in dieser Kirche, ich auch. Aber nicht einmal wir haben den Mut, das zu tun. Wenn du mir nicht glaubst, das nächste Mal, wenn du diesen Menschen triffst, den du nicht ausstehen kannst, versuch ihn zu lieben, aber wirklich so zu lieben, nicht so Gefühle, sondern ihm Gutes tun. Versuch es. Wir sehen, wie schwierig es ist. Aber das ist das, wozu uns Jesus beruft. Das ist das, was wir in jeder Eucharistie, in jeder Messe feiern. Das ist die große Bitte, die wir jeden Tag an ihn richten. Deswegen sind auch die Priester dazu verpflichtet, jeden Tag für alle Menschen zu beten. Damit Jesus uns endlich das kapieren lässt, wie unser Weg aussieht. Mach keine halben Sachen in deinem Leben. Das Leben ist zu kurz dafür. Die Älteren, die hier sitzen, werden es wissen. Was man alles im Leben so versäumen kann, das holst du nie wieder nach. Oder ganz selten. Wenn du siehst, du kannst jemandem etwas Gutes tun, knie dich hin und wasche ihm die Füße, wie Jesus es getan hat. Und wenn nun, ich habe die Firmlinge dazu heuer eingeladen, dass sie kommen und ich ihnen die Füße wasche. Das ist nicht so, dass ich jetzt so toll aussehen will, dass ich mich niederknie, sondern das ist eine Erinnerung, die Einladung Jesu in unser Leben, dass er uns lehrt, was es heißt, ihm nachzufolgen. Dass es manchmal heißt, sich selber die Füße waschen zu lassen, die Hilfe der anderen anzunehmen, die uns geschenkt wird. Also das heißt, wenn ich unmöglich bin, wenn ich unangenehm bin zu anderen, die Liebe des anderen anzunehmen, das ist auch nicht einfach. Und das Zweite, das ist, was einfacher zu sehen ist, wenn ich verletzt werde, dem anderen zu vergeben, ihn oder sie in mein Leben einzulassen.